Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Foundation in Synapsia 2. Ich habe die Pause-Taste noch drin, merke ich gerade. Es tut sich nämlich nicht viel. In der letzten Folge haben wir sau viel gebaut und die sind immer noch nicht fertig damit. Deswegen warten wir das jetzt erstmal ab. Wir sind auf jeden Fall soweit, dass wir jetzt eigene Werkzeuge herstellen können. Also soweit ist es noch nicht, denn es werden hier noch Grundlagen geschaffen. Hier ist unsere Eisenmine, haben wir in der letzten Folge gebaut. Hat auch jemand Eisen gekleckert, sehe ich das gerade. Hier. Dass mir das hier nicht einreißt. Dann entsteht hier die Eisenschmelze und hier der Schmied. Den habe ich so ein bisschen außerhalb gemacht. So ein bisschen ungünstig finde ich mit der Burg in der Nähe. Aber ja, wir werden dann schöne einen Rahmen drum ziehen, also eine Burgmauer ziehen, wenn die fertig ist. Und auch diesmal dann ein Holztor machen und so weiter und dann kriegen wir das schon hin. Wir werden es schon ein bisschen kaschieren hier. Gut. Ich hatte hier zweite Sammler, die dich auch alle besetzt, oder? Yep. Wie sieht's denn aus? Ach, guck mal hier, die Pilzproduktion ist auch am Laufen. Handeln wir eigentlich noch mit dem Schüssel? Nee, no trade. Was verkaufen wir denn? Wir verkaufen Steine. Dann haben wir nur 16. Wir kaufen Werkzeuge und wir verkaufen Wolle. 23 Wolle haben wir. Warte mal, da werde ich mal hier... Wir machen mal ein bisschen weniger Umsatz. Werkzeuge muss ich jetzt schauen, wenn wir fertig mit dem Bauen sind. Sobald wir dann diese Produktionsstätte für Werkzeuge oder Eisen insgesamt haben, dann können wir das auch ganz sein lassen. Dann brauchen wir nicht mehr einkaufen. Dann können wir nur noch verkaufen, was übrig bleibt. Steine haben wir ein bisschen wenig. Oh, jetzt guck mal, jetzt geht's aber ab hier. Eine Meldung nach der anderen. Der Eisensmelter. Ganz schön versetzt hier dem sein aus. Guckt euch das mal an. Hier oben steht der Amboss. Oh, der schwobt ein bisschen. Das hat keiner gesehen. So, dann haben wir hier zwei eingesetzt. Und was war noch fertig? Köhler haben wir. Haben wir auch. Achso, da hatte ich einen extra einen abgezogen. Ja, ist egal. Wir setzen jetzt ein. Wir haben immer noch ein paar Nicht-Angestellte. Was haben wir denn noch gemacht? Der Köhler ist eingesetzt. Die Eisenschmelze ist eingesetzt. Das heißt... Denen fehlt das Eisenerz, das müsste jetzt aber reinkommen. Genau, jetzt werden Barren gemacht und das kann dann der Schmied im Endeffekt verarbeiten. Da fehlen noch 20 Werkzeuge, da müssen wir jetzt mal warten, bis die reinkommen. Und noch zwei neue Bewohner, sehr gut. Ich bin am überlegen, wie sieht das hier unten aus? Nee, das wollte ich doch, das kann ich mal ausblenden. Hier hätten wir noch einen Rohstoffbereich mit drin in Form von Pilzen. Hier hat man Steine mit drin. Warte mal, das haben wir, das haben wir. Hier ist garnished. Ah, das Schloss scheint. Ach, das Schloss ist fertig geworden, genau. Hier, da steht es stolz. Stolz wie Bolle. Schade, dass das nicht von hinten kommt. Hier vorne ist das Screenshot immer so dunkel. Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Platz für Gold. Das ist schon mal gut. Ja, Ich glaube, ich würde schon in diese Richtung gehen. Weil wir eigentlich genügend Platz haben, ne? Mit den zwei Sammlerhütten sollten wir auch genügend Essen reinkriegen. Was halt wirklich fehlt, sind im Moment Werkzeuge. Ne, ich lasse das mal. Wir kaufen hier erstmal nichts dazu. Erstmal das hier stabilisieren und auf einen guten Durchschnitt bringen. So, wir warten auf die nächste Ladung Werkzeuge. Wir haben hier schon 15 von 20 drin. Das ist die erste Lieferung gewesen. Und sobald die nächste Lieferung drin ist, können wir eigentlich den Handel damit einstellen. Das dauert aber noch mal. Wir beschleunigen das mal hier ein bisschen. Hey, nicht weiter scrollen. Wir machen jetzt mal Warp 5. Und jetzt müssten demnächst hier Werkzeuge ankommen durch den Handel. Ich glaube, am letzten Tag ist es immer zum Stichtag. Haus ist fertig gebaut worden. Also Essen haben sie, sie haben Brot. Klamotten haben wir immer nur noch zwei auf Tasche. Also die Klamotten kommen irgendwie nicht nach, obwohl wir so viele Schneider mittlerweile haben. Die Wolle geht auf null. Das ist ziemlich ungeil. Dann machen wir jetzt mal auf No Trade. Da ist er fertig. So, warte mal, jetzt können wir schnell den Handel von den Werkzeugen einstellen.
Und Steine wollten wir uns drum kümmern. Haben wir jetzt 30, aber es könnte natürlich jetzt sein. So. Das ist auf jeden Fall hier eine schöne Produktionsstätte hier oben. Da wird jetzt geschmiedet. So, der Woodcutter hat nicht genügend Ressourcen. Dann machen wir jetzt mal hier auf einfache Geschwindigkeit und gucken uns das mal an. Haben wir denn schon den Forester Camp? Nein, haben wir noch nicht. Nein, 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 nein. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wo wir abbauen können, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Das geht bis hier. Hier hinten wäre noch Holz drin. Ja. Das wollte ich ja da stehen lassen. Dann soll er hier erstmal abbauen. Und wenn wir da auf Null sind, können wir hier noch ein Stück wegnehmen. Weißt du was? Ich nehme hier noch so das hier. Das soll er noch mitnehmen. Wir müssen jetzt eh ein bisschen Holz vorproduzieren. Dass wir dann das Upgrade uns leisten können, der Häuser, weil sonst reißen uns den Kopf runter. Was ich ein bisschen ätzend finde, dass ich keine Klamotten habe, weil ich glaube, Klamotten, also von der Evolutionsreihe her, ist es eigentlich das Brot. Ich weiß nicht genau, was wer braucht. Also wer Brot braucht und wer Klamotten braucht. Ich verstehe halt auch nicht, wir haben ja noch nicht viele Häuser zum Upgrade freigegeben und wir haben eigentlich auch keine Häuser, die schon in dieser Backsteinstufe sind. Wir haben 332 Latten, das müsste doch langen, oder? Komm, ich gebe jetzt mal das Upgrade frei. Werkzeuge, machen wir schon Werkzeuge? Ja, 17 Werkzeuge, sehr geil. So, jetzt pass auf und... Hallo? Ah, jetzt. Und? Okay, schnell wieder raus. Noch 4 Stück? Ne, 5. 5? Okay, wir machen es mal, wir machen Stück für Stück. Nicht, dass wir den Fehler machen, dass zu schnell durchgehen. Der braucht noch 26 Citizens. Ich habe das Upgrade wieder rausgenommen, Jungs und Mädels. Wir lassen uns mal... Hä? Wieso macht der denn immer Schwing-Schwing? Okay. Die Zufriedenheit hätte ich gerne mal. Klar, hier um den Marktplatz rum sind sie natürlich sehr amused. Warte, wir können hier hinten noch was draufgeben. Ich hätte gesagt so. Dann... Ach, das gehört uns nicht da unten, ne? Das wäre natürlich ideal, dass sie sich ausbauen. Machen wir, das können wir wegnehmen, der Extraction. Das können wir wegnehmen. Puh. Das gehört uns auch nicht, oder? Hier oben. Ach, so ein Mist. So, New Building has unlocked. Ah, haben wir sie schon? Okay. Da sind wir jetzt auf jeden Fall... Da sind wir auf jeden Fall schneller unterwegs gewesen als beim letzten Mal. So, da haben wir uns Forester Camp, ist ja geil. Ja, super. Das ist ja genial. Also in dem Spielstand bin ich echt wesentlich schneller durch, ne? Irgendwie. Dann setze ich den hier jetzt zu seinem Kollegen, dem, der die Bäume wieder wegreißt. Bin nur im Belegen gerade. So, setze ich den hier hin. So, sind schon wieder zwei neue eingezogen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Korn? Wir haben 380 Brot, 173 Korn. Also das Feld hier produziert auf jeden Fall genügend Korn. Und Mehl haben wir auch 44. Das heißt, die Bäckerei schafft es gar nicht, danach zu kommen. Aber ich meine, 384 ist auch eine Menge, ne? Steine sind kaum weggegangen, Planken eigentlich auch kaum. Klamotten irgendwie haut immer noch nicht so ganz hin, wie ich mir das vorstelle. Ah, hier baut jemand sein Haus aus. Da, das gibt es, glaube ich, so ein kleines Fachwerkhaus. Das müsste jetzt eigentlich so ein schickes... Ja, das müsste es sein.
Dann hat da ist das erste Haus entstanden. Schick, schick, schick. Guck mal an. Stößt verfasst mit dem Nachbarn zusammen. Wo hast du denn den Eingang? Dazwischen. Was, was, was? Your villages have reached a new status. Borgius. Ah, das hat man schon mal, ne? Der hat seinen Eingang hier so ein bisschen da drin. Ja, cool. Dann haben anscheinend die ein Upgrade erfahren, die auch sowieso schon vorher ihr Haus ausgebaut hatten, so wie es mir aussieht. So, ressourcentechnisch sieht's gut aus. Oh, Gold ist im Anschlag. Dann mache ich das jetzt, was ich vorhatte vorhin. Ich kaufe jetzt hier das noch dazu. Komm, und weil wir es haben, kaufen wir noch das dazu. Jetzt haben wir echt uns gut ausgebaut. Dann können wir mal gucken. Building Complete House, okay. Wir haben ja gar nicht so viele Bewohner hier. Hier mein Dorfzentrum, hier mein Dorfzentrum. Wir müssten eigentlich hier oben noch was hinbauen. Wir haben jetzt den Bereich dazugeholt. Aber wir kriegen echt gut Kram rein, also... So, warte mal. Wir müssen dem sagen, wo er aufforsten soll. Da male ich jetzt mal, wir machen das anders. Wir nehmen das mal hier weg. Und der soll hier das alles aufforsten, inklusive diesem Land. Hier so. Aber hier ist irgendwie eine Ecke drin, weil wir diesen Bereich noch nicht gekauft haben. Dann könnte man eigentlich sagen, dass er auch hier aufforsten soll. Und genauso werden wir auch hier den Kram wieder wegnehmen. So. Und das können wir hier hinten entfernen wieder. So, dann tummeln die sich nämlich, ups. Ja, können wir das eigentlich auch weglassen? Obwohl, bis das aufgeforstet hat, müssen wir die hier noch abbauen lassen. Ja, super. So, ist noch ein einziger, der wird jetzt kleine Bäumchen setzen. Das ist natürlich, wo wir den überlasten mit der Arbeit. Ich glaube, wir nehmen hier drei... Beziehungsweise, glaube ich, 9 Holzfäller kommen und einer nur aufforstet. Ah, werden kleine Setzlinge gesteckt. Weiß gar nicht, wie lange die brauchen, bis die fertig gewachsen sind. Guck mal hier, Stück für Stück. Stufenloses Wachsen sozusagen. Cool. Halt die Frage, ob die dann wirklich auch die kleinen Tannen schon direkt wegtackern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der schneller aufforstet, als die anderen weghacken. Da bin ich mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher. Da müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Wenn nicht, müssen wir vielleicht noch einen zweiten Forester bauen, irgendwo, der noch ein anderes Gebiet. Vielleicht hier so. Warte mal, wir haben noch den Bereich jetzt, oder? Genau, wir haben ja den kompletten Bereich. Okay, warte mal, dann können wir hier oben noch einen hinsetzen, dann wird das nicht ganz so hart für die anderen. Dann setze ich hier noch einen Forester hier unten rein. Vielleicht hier so in die Ecke. So, bauen wir hier hin. So, jetzt hat der Woodcutter nämlich keine Ressourcen mehr. Das ist das, was ich mir eben gedacht habe. Da ist doch noch. Achso. Achso, das ist wahrscheinlich der andere, der aus dem anderen Gebiet da irgendwie abbaut. Ja gut, komm, dann nimmst du halt hier erstmal was weg. Und ich forste dann später noch auf. Genau. Dann lassen wir den hier unten bauen. Was, die Hütte ist schon fertig? Wie schnell sind die denn bitte? Und dann soll er hier... Hier soll er aufforsten. Nein!
Nein, seht ihr, was ich sehe? Das kann nicht sein. Das ist doch die große Mist hier. Mann. Schon wieder Namen kaputt. Dann lag das, dass ich einen neuen Spielstand angefangen habe. Oh, ich krieg zu viel. Müsste aber noch fixen bis zum 26. Juni. Vergibt einfach Namen doppelt. Oh, nee. Aber Holz wird noch abgebaut anscheinend. Ach, das ist doch doof. Gut, nicht ganz so schlimm im Vergleich zu dem, wenn sie auf einmal nicht anfangen irgendwie zu bauen, ne? Also wenn sie dann abzubauen, meine ich. Guck mal hier, wie schnell die Bäume gewachsen sind hier hinten. Das ist ja geil. Das ist ja echt cool. So, warte mal, hier habe ich Aufförstern gesagt. Dann kann ich da auch Extraction sagen. Ich erweitere das mal hier so ein bisschen. Um diesen Teil. Ach, wie ätzend, dass das jetzt schon wieder kaputt ist. Oder was heißt kaputt? Also, das ist ja schade. Ich hatte fest mit einem Fehler gerechnet, der durch das Savegame irgendwie gekommen ist. Na, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade. Naja, wieder Two New Villages und die werden wahrscheinlich auch keinen Namen haben. Na, Quatsch. So, wir haben Brot. Was wir nicht haben, sind wieder Klamotten. Und das verstehe ich nicht. Wir verkaufen die hier und dort. Klamotten ist so ein bisschen Mangelware. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Also Holz kommen wir hin. Werkzeuge haben wir mehr als genügend. Können wir eigentlich verkaufen. Aber wir sind schon wieder bei 2000 Gold. Also wir haben irgendwie Gold im Überfluss. Guck mal hier, wie schön das hier zuwächst. Sehr gut. Warte mal, dann gebe ich jetzt mal hier das Hanf frei. So. Stopp. Stopp. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Ah, ist gut. Ist gut. Tja. Ja, das mit dem Namen ist ja echt massiv ärgerlich. Nee. Ab einem gewissen Punkt hat er keine Namen mehr. Wieso? Das muss er doch. Das muss ein Bug sein. Tja. Da wird ein Fachwerkhaus gebaut. Hier sind auch schon ein paar. Essen haben wir noch genügend. Also Essen haben wir mehr als genügend. Oh, Bretter haben wir ja ohne Ende. Wir können eigentlich mal hier irgendwie... Ja, traden bringt auch nichts, wenn wir keinen großen Goldspeicher haben. Müssen wir die Burg noch weiter ausbauen. Müssen wir hier noch weiter ausbauen, aber das mit der Schräge wird gar nicht mehr so leicht. Irgendwie erinnere mich das. Ist das nicht eine Versicherung? Die Hokoburg oder sowas? Ich keine Ahnung. Könnte man beinen, ne? Ja, die Treasury müsste eigentlich noch höher sein. Gut, man könnte halt noch, man könnte hier noch so eine Extension dran setzen und dann jeweils einen Turm noch in die Ecken, dass man wie so ein, ja, wie so ein Garten hat oder sowas in der Art. Ein neues Gebäude wurde freigeschaltet und das ist die Fontaine. Dorfbrunnen sozusagen.
Wo haben wir denn unsere Dorfzentren hier? Hm. Haben wir irgendwo ein schönes Stück, wo wir den Dorfbrunnen hinsetzen können? Etwas gesagt hier vor die Kirche, oder? Was fehlt? Steine. Ah. Aber hier ist nirgendwo Grat. Nö. Schade eigentlich. Fehlt noch ein bisschen Terraforming, ne? Wir können natürlich hier so hinstellen. Hier, oder? Dorfbrunnen. Hier. Ich will nicht, dass du schwebst. So, jetzt da. Jetzt sollen sie darum rumgehen. So. Warum der nicht gebaut werden muss, sieht aber hübsch aus. Also, sieht irgendwie hübsch aus, finde ich. So vor der Kirche. Schon irgendwie ganz cool. Ich überlege gerade, ob ich diesen Sammler hier wegmache. Genauso auch das Sägewerk und das irgendwie so ein bisschen außerhalb setze, dass so ein bisschen im Wald ist und nicht so im Dorf. Wobei die die ganze Zeit da rumzwiebeln sind, ne? Also wenn sie jetzt Pilze abbauen, ist es auf jeden Fall dort im Dorf. Naja. So, Warp 1, es kommen zwei neue namenlose Bewohner dazu. Synapsia 2.0, das ging echt schneller, als ich gedacht habe. Also ich meine, am Anfang hat man, glaube ich, hier noch so diesen... Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Da hinten. Warte, ich komme. Am Anfang hat man noch so dieses Entdecken, was es halt noch nicht gibt in diesem Spiel. Oder beziehungsweise was man nicht gebaut hat. Und irgendwie kommt dann so das dazu, dass man halt, wenn man das kennt, das Spiel, dass man doch relativ schnell im Endgame ist. Mal gucken. Ihr Lieben, das war wieder eine weitere Folge von Foundation. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Mal gucken, wie viele Folgen wir hier noch machen können im Spiel. Solange keine Inhalte kommen. Wie gesagt, 26. Juni kommt es auch raus. Dann könnt ihr spielen Foundation auf Steam, soweit ich das verstanden habe oder auch nicht. Wir werden sehen. Ich kriege da noch Informationen, hau ich da noch nicht raus. Ihr Lieben, bis dahin. Bis zur nächsten Folge von Foundation. Ciao.